21.01.2020. Mein Gott, es ist viel zu lange her, dass ich meinen geliebten FCK live hab spielen sehen. Doch heute ist es endlich soweit beim letzten Testspiel, bevor es am Montag wieder richtig losgeht. Ja, ich würde sagen, ihr schaut euch jetzt erstmal an, was alles in der Winterpause passiert ist. Und ja, viel Spaß und wir sehen uns dann gleich. Hallo liebe Fußballfreaks und ganz herzlich willkommen zum ersten Stadion-Vlog im Jahr 2020. Zunächst einmal wünsche ich euch allen ein fröhliches neues Jahr. Ja, ich weiß, der Januar ist so gut wie rum, aber dennoch wollte ich euch das auf jeden Fall wünschen und hoffe selbstverständlich, dass ihr alle einen guten Start hattet. Die Bella und ich waren ja über Silvester in Kiew und haben so den Jahresstart etwas anders verbracht. Einen kurzen Bericht über unsere Reise in die Ukraine findet ihr übrigens auf der Endcard. Würde mich wirklich extrem freuen, wenn ihr da mal einen Blick reinwerft und mir Feedback geben würdet. So, aber kommen wir jetzt zum Fußball. Denn obwohl das Jahr doch relativ jung ist, ist schon einiges beim FCK passiert. Der erste Knaller kam, da war der Januar gerade einmal etwas älter als eine Woche. Wie bereits in der Vergangenheit stellte der erste FC Kaiserslautern einen Antrag auf Stadionpachtminderung bei der Stadt Kaiserslautern. Lauterns Oberbürgermeister Weichel möchte dieser Bitte aber nur dann nachkommen, wenn die Stadt ein Aktienpaket der Profiabteilung des FCK im Gegenzug erhält. Dieser Wunsch ist soweit verwunderlich, da Herr Weichel noch im Dezember diesem Antrag im vollen Umfang nachkommen wollte. Ich persönlich finde diese Forderung mehr als nachvollziehbar, bin dennoch ziemlich kritisch, denn bezieht man in diese komplette Rechnung noch die Variable Investor in Form von Flavio Becker hinein, bekommt das Ganze doch etwas Brisanz. Herr Becker möchte nämlich das Stadion und das komplette Umland von der Stadt Kaiserslautern kaufen. Würde nun also der erste FCK Aktienpakete an die Stadt abgeben, diese wiederum das Stadion an Flavio Becker verkaufen, würden sämtliche Anteile, die zuvor der Stadt gehörten, in Besitz des Investors gelangen. Eine Situation, wie sie üblicherweise bei feindlichen Übernahmen vorkommt. Somit ist sämtliche Kritik absolut gerechtfertigt. Ich hoffe natürlich auf gute und zukunftsorientierte Verhandlungen beider Parteien. An dieser Stelle muss ich ganz kurz unterbrechen, denn unser lieber Hauptsponsor Harry Leinberger hat sich auch zu diesem Thema geäußert und zwar so. Das finde ich einfach richtig geil, super gut geschrieben, absolut meine Meinung. Also weitermachen und jetzt geht's weiter mit dem Vorbericht. Sportlich ging es für den ersten FC Kaiserslautern zunächst einmal in das türkische Trainingslager nach Belek, wo die Stimmung anscheinend hervorragend gewesen sein muss, wie ich von vielen dort Anwesenden erfahren habe. Denn nicht nur das Team arbeitete sehr gut untereinander, sondern auch die Kommunikation zwischen den Fans und der Mannschaft scheint bestens gewesen zu sein. Doch auch auf dem grünen Rasen zeigte der FCK sich von seiner positiven Seite. Nicht nur bei gut durchorganisierten und konzentrierten Trainingseinheiten, nein, auch insbesondere bei den Testspielen machten unsere Männer in Rot eine wirklich gute Figur. Ganz besonders hervorheben möchte ich den 5:0 Erfolg gegen den Tabellenersten der zweiten ungarischen Liga, wobei zwei Tore durch Standards fielen, was mich ganz besonders gefreut hat. Ich hoffe also, dass unsere Jungs noch stärker aus dem Trainingslager zurückreisen werden. Verstärkt haben wir uns in der Winterpause auch in Form von Neuzugängen. Zwei Stück stehen insgesamt auf dem Zettel. Zunächst einmal wurde vom Zweitligisten Erzgebirge Aue der Mittelfeldspieler Igbet Schiffschki bis zum Jahre 2022 unter Vertrag genommen. Des Weiteren wurde unsere linke Seite mit der Ausleihe und verbunden mit einer Kaufoption von Alexander Manzig aus Regensburg weiter gestärkt. Ich wünsche unseren neuen und selbstverständlich auch den alten Jungs ganz viel Glück und Erfolg im Trikot der Roten Teufel. Zurück aus Belek absolviert der erste FC Kaiserslautern dann sein letztes Testspiel auf dem Betzenberg. Nein, nicht hier, sondern daneben auf Platz 4. Das Jahresauftaktspiel gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach kommenden Montag findet dann aber hier statt. In der Generalprobe treffen die Roten Teufel auf die Club aus Pirmasens. Gegen den FKP mussten wir diese Saison schon ran, und zwar am 13.11.2019 im Verbandspokal-Viertelfinale. Hier tat sich der FCK wirklich enorm schwer, denn nach 90 sowie nach 120 Minuten war es noch torlos unentschieden, sodass es ins Elfmeterschießen gehen musste. Der erste Lautrer Schütze kam seiner Pflicht nach und legte mit 0:1 vor.
Der Pirmasenser-Schütze wollte es ihm gleich tun, scheiterte jedoch an dieser Aufgabe. Die weiteren Elfmeter des FCK landeten im Netz. Der vierte Schlabbeflicker scheiterte am Lautrer Schlussmann, sodass der FCK, wenn auch etwas glücklich, ins Halbfinale des SWFV-Pokals einziehen konnte. Dies war übrigens die 24. Begegnung zwischen den heutigen Mannschaften. 13 Mal siegte der FCK, 3 Mal gab es am Ende keinen Gewinner und 8 Mal unterlag man dem Lokalrivalen. Doch weder diese Bilanz noch der Transfermarktwert spielen heute eine größere Rolle, denn es ist ja ein Testspiel und, wie der Name ja schon verrät, diese sind dafür da, damit man die neuen Taktiken und Spielweisen ausprobieren kann. Und da schauen wir mal, was sich unsere Männer in Rot in Belek angeeignet haben. Darum würde ich jetzt sagen, lasst uns gemeinsam ins Stadion gehen, in den Block, lasst uns gemeinsam auf Platz 4 gehen, dieses Spiel gemeinsam genießen und ich würde sagen, wir sehen uns danach. So wie ein Rausch, wenn die Betze Fahne weht, die Betze Fahne weht. FCK, ihr ganzes Leben. FCK, solange ich kann. Fußballfreaks, das war's dann also vom letzten Testspiel des 1. FC Kaiserslautern, bevor es am Montag gegen die SG Sonnenhof Groß-Asbach auf dem Betzenberg in der Liga weitergeht. Und dieses Spiel war doch einfach geil. Von der ersten bis zur letzten Minute konsequent dominiert. Also wirklich, es gab kaum Möglichkeiten,
für Pirmasens. Ich weiß zwar, dass die Jungs gerade erst mit ihrer Wintervorbereitung angefangen haben, aber dennoch haben wir die komplett gegen die Wand gespielt. Es war einfach eine Freude zuzusehen. Und ich weiß, dass wir hätten mindestens nach meinem Empfinden 3 Tore mehr schießen hätten müssen. Aber gut, wenn die Pirmasenser irgendwie mit 95% ihres kompletten Teams im 16-Meter-Raum stehen, dann ist halt irgendwie immer mal ein Bein dazwischen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber umso mehr hat es mich dann natürlich gefreut, dass nach einem Standard das 1:0 durch Kraus gefallen ist. Gute Arbeit und wie ich ja schon im Intro sagte, freut es mich sehr zu sehen, dass die Standards endlich ihre Früchte tragen. Auch die zweite Hälfte wurde unsererseits ja ordentlich dominiert und dennoch hat es einige Minuten gedauert, bis wir dann das nächste Mal jubeln durften. Nach hervorragender Arbeit von Skalatidis gab es dann das 2:0 durch Röser, wirklich geil. Und dann hat es ja wiederum nochmal eine halbe Stunde gedauert. Wir haben dann nicht einen Gang zurückgeschaltet, das würde ich noch nicht mal sagen, sondern für mich war da mehr so der Eindruck, die Mannschaft probiert andere Sachen aus, was ja ein Testspiel sinnvoll dafür ist, ne? Deswegen macht man sowas, ja. Und dann war ja dann quasi mit dem Schlusspfiff ebenfalls durch Röser das 3:0. Gute Arbeit soweit, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Jetzt hoffe ich natürlich, dass es am Montag ebenfalls so ausgehen wird. Ein paar Dinge, die ich noch erwähnen möchte, sind folgende. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, gedanklich, an den Anfang des Videos bezüglich des Stadions. Jetzt hat ja der Lauterer Oberbürgermeister einen Plan veröffentlicht, was mit dem Betzenberg, dem Stadion, dem Umland und so weiter passieren soll. Ich habe mir das so durchgelesen und ganz ehrlich, ich bin darüber nicht 100% erfreut, kann aber das Konzept nachvollziehen. Jedoch weiß ich nicht, ob das wirklich so erfolgreich sein wird, wie sich der Bürgermeister das vorstellt. Warten wir mal ab, wie es noch weitergeht. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, denn das ist ja doch ein Thema, was die Lauterer Fans ziemlich beschäftigt. Dann gab es ja noch was Interessantes, und zwar hat Bayer 04 Leverkusen Interesse an unserem Torwart Lennart Grill. Das finde ich ein unglaublich krass geiles Zeichen, wie gut unsere Jugendarbeit doch ist. Lennart Grill in der dritten Liga mit gerade einmal 20 wird von einem Erstligisten, der gerade Tabellensechster ist, angefragt. Das ist wirklich, wirklich heftig. Und ich hoffe sehr, Lennart, dass du dir das Ganze gut durch den Kopf gehen lässt, denn, wie ja auch der Betze Brent schrieb, es ist eine Sache, einem Erstligisten unter Vertrag zu sein, aber eine andere, ob man auch die dementsprechende Spielpraxis bekommt. Überleg dir das gut. Also, du bist ein lauterer Junge und du bist bei uns, denke ich, doch ganz gut aufgehoben. Und wenn ihr so weitermacht, dann brauchst du nicht zu wechseln, um in die erste Liga zu kommen. Dann habe ich ein paar Infos für euch bezüglich Auswärtsspielen, und zwar zunächst einmal das in Ingolstadt. Hier gibt es eine ICE-Gruppenfahrt, finde ich eine tolle Sache. Ich habe aber im Vorhinein schon meinen Busplatz gebucht, dementsprechend bin ich da nicht dabei. Ebenso wenig kann ich mitfahren beim eigens organisierten Fansonderzug nach Magdeburg. Denn an diesem Wochenende bzw. in der vorhergehenden Woche bin ich in Hamburg für einen Städtetrip und habe dann beschlossen, es ist ein bisschen sinnfrei, wenn ich von Hamburg nach Kaiserslautern fahre, um dann nach Magdeburg hochzufahren. Das ist ein bisschen ein blöder Umweg, also fahren wir direkt von Hamburg nach Magdeburg. Da freue ich mich drauf, das wird auf jeden Fall ein geiles Spiel. Das ist mit eins meiner heiß ersehntesten Spiele in dieser kompletten Saison. Jetzt heißt es aber erstmal am Montag zu Hause gegen Asbach die 3 Punkte einfahren. Leute, ich bin so gehypt und freue mich so auf dieses Spiel. Aber dazu gibt es noch einen Punkt, den ich ansprechen möchte. Und zwar, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat Harry Leinberger CDs aufgekauft und diese werden von ihm finanziert. Ihr könnt die im Stadion kaufen. Und die kompletten Einnahmen davon gehen an das Lauterer Nachwuchsleistungszentrum. Also die Leute, wo die verkaufen, springen überall in der Westkurve und so weiter rum. Kauft die. Es lohnt sich. Ihr unterstützt damit was wirklich, wirklich Gutes. Ich mach's auf jeden Fall. Aber bis dahin würde ich sagen, passt auf euch auf. Genießt das letzte spielfreie Wochenende. Ich hasse dieses Wort, spielfreies Wochenende. Ist ekelhaft, oder? Geht's euch auch so? Ich weiß es nicht. Also mir auf jeden Fall. Passt auf jeden Fall auf euch auf und ich würde sagen, wir sehen uns im Blog.